Müssten wir eigentlich weit genug weg sein. Oha, er hat ein Schild rausgeholt. Krasser Wichser. Nützt dir aber rein gar nichts. So. Nun? Ich hab das mit der Pullerei erstaunlich gut. So, kurz Stamina aufladen, looten. Nächsten Pullen bitte. Ha, darauf habe ich gewartet. Na. Gemäldehüterschwert, das sind also Gemäldehüter. Edel. Ihr bewacht ein Bild. Ziemlich großes Bild, aber nichtsdestotrotz ein Bild. Und ihr schenkt mir alle eure Wurfmesser. Das ist sehr lieb von euch, aber... Loot? Nee, da steht noch einer. Ah, ich hab sie gepult. Ich hab nur einen gepult. Okay, okay, ich habe zwei gepult. So. Sehr gut. Nein, loote doch nicht so langsam, Arschloch. Das war ein scheiß Timing. Okay. Wie viele seid ihr denn noch? Seid ihr nur noch ihr zwei? Das fände ich nämlich ganz schön cool, ehrlich gesagt. Diese Kathedrale ist nicht groß genug für uns beide. Was da hinten sieht noch einem. Nee, ist normaler, okay. Der sah so NPC-mäßig erst aus. Sehr gut. Aber nichtsdestotrotz zuerst mein Kronleuchter-Loot. Toll. Zauberei. Benutze ich nicht. Scheiße. Dafür bin ich in den Tod gesprungen. Lol. Er kann mein Schild durchbrechen. Arschloch. Aber nun seid ihr alle tot. Hihihi. Schwarzeisenrüstung. Cool. Doch, eigentlich schon ziemlich doll cool. Und noch ein Schild. Und ein Großschwert. Hm, nice. Guck ich mir demnächst an. So. Und ihr wurdet gerade, du wurdest von den allen bewacht, ja? Pass auf, Schweif. Ich krieg dich gar nicht ins Bild. Okay, ins Wohnzimmer würde ich es mir jetzt nicht hängen, aber... Aus Gegenstand. Vorrichtung bewegt sich nicht. Gut, ich habe euch alle umsonst getötet. Das heißt, ich darf diesen ganzen Kack irgendwann nochmal machen. Aber... Das habe ich schon kommen sehen. Kann ich jetzt leider nicht ändern.
Ich wusste, dass in diesem Raum noch irgendwas sein müsste. Aber dass das jetzt eine Sackkasse ist, finde ich trotzdem ein bisschen blöd. So ein bisschen jedenfalls. Das heißt, jetzt darf ich mich da nochmal überall durchkämpfen. Meh. Ich bin kein Freund vom Gegner respawn. In allgemein jedem Game. Sei denn, man braucht mal einen Respawn von dem Gegner und dann kommt er nicht zur Pötte. Grausames Karma. Das Gefühl, dass da oben echt noch eine was übersehen habe. Ja, ich habe andererseits habe ich auch keinen Bock, das Ding nochmal zu laufen. Aber vielleicht kann ich den Hebel irgendwann nochmal betätigen. Gott, wie viele Nachrichten denn noch? Brauchst Flügel, ja. Ist auch Riese. Das ist nicht ermutigend. Aber wie ist das klappt das, dass man nur einen pullt? Aua. Nein, ich muss unten sein. Okay. So. Das war der erste Streich und den zweiten gucke ich, ob ich ihn einfach ignorieren kann. Und ich kann. Sehr cool. Warum? Ich bin eigentlich kein gewalttätiger Mensch, deswegen prügel ich mich nicht mit Leuten, mit denen ich mich nicht prügeln muss. Scheiße, ich habe glaube ich gerade zwei gepult. Schönes. An sich kann ich sie, glaube ich, unterbrechen. Was Goldenes. Dämonenspeer. Was ist denn das mit euch? Kommt ihr nicht rauf oder so? Dann machen wir es halt auf die Outschool-Art. Stirb! Oh Gott, wie lange braucht er denn, um einen Scheiß durchzuwerfen? Warum kriegst du es zweimal? Das darf es nicht. Ja, die weichen ganz schön doll zurück, wenn man sie... Bitch! So, von wo wurde ich denn gerade beschossen? Als ich vorhin gegen die gekämpft habe, von irgendwo da oben. Ha! Hä? Schießt mich da jemand durch die Wand ab? Gut, dass die Zinnen mir genau im Bild sind. Aua. Ja. Okay. Ziemlich großen Speeren werde ich beschossen. Das ist nicht nett. Doch das Richtige. Alter. Ah,
Weißt du, dann backt da irgendeine Scheiße. Ach, da. Okay, dich habe ich gesehen. Scheiße. Ich glaube, ich hab's erwähnt. Scheiße. So. Cookie Cookie. Er hat natürlich mehr Ficht, mehr Rüstung. Weniger Feuer. Weniger Magie. Aber einfach mal. Okay, sieht cool aus. Ja, ich geb's ja zu. Doch noch ein Großschwert dazu bekommen, ne? Halt, stopp. Das Schild auch noch. Wenn dann schon. Oh ja, es sieht verdammt cool aus. Ich geb's zu. Ich gebe sogar ziemlich gerne zu und eigentlich würde ich so auch am liebsten rumlaufen, aber ich bin zu langsam. Ich kann nicht mal ausweichen. Ich glaube, ich kann mit der Rüstung auch nicht ausweichen, oder? Doch, gar nicht. Okay. Dachte schon, liegt eine Rüstung so. Was haben? Erstmal umziehen. Haben wir jetzt gesehen? Lese ich mir gleich noch den Text so durch. Oder vor. Traurigerweise. 16 wiegt das Schild. Und ich kann es nicht benutzen, anscheinend. Das Großschild des mächtigen Ritters Tarkus. Geschmiedet aus speziellen schwarzem Eisen und schwerer als Ritter Perenix Turmschild. Es gewährt speziellen Schutz gegen Feuerangriffe und ist effektiv beim Angriff mit dem Schild. Okay. Können wir einfach mal so schon mal den Vergleich. 34 Stärke ist in Ordnung. Das Drachenwappenschild war. Okay. Ne, ich bleib bei dem Turmschild. Ich mag es. Ich hab's mich irgendwie ein bisschen dran gewöhnt. Aber hier wollte ich nochmal kurz gucken. Okay, hat eigentlich nur ein bisschen bessere Feuer, aber auch nicht die beste. Okay. Und dann haben wir noch die. Genau. Die Gemäldehüterschwert. Okay, hat Blut. Skaliert richtig gut mit Geschicklichkeit? Beweglichkeit. Kannst du übertragen. Geschwungenes Schwert der Anor. Londo Gemäldewächter. Wachen, sorry. Mit einzigartiger Schärfe und flacher Spitze. Die Wachen, die jeden niederschlagen, der sich dem Gemälde nähert, greifen unablässig mit kreisenden Tanzbewegungen an. Eine Technik, die über Generationen weitergegeben wird. Halt mal geil, einfach mal eine schnelle Waffe zu haben, ne? Cool. Aber nichtsdestotrotz. Nur ganz kurz. Ich will nur mal ganz kurz was ausprobieren. Es funktioniert. Yeah. Okay, es macht keine besonderen Moves.
Aber gut, dass ich es mal ausprobiert habe. So, jetzt aber wirklich die Gargoyle. Ne, nicht Gargoyle. Den Namen schon wieder vergessen. Den Dämonenspeer. Schon mal besser als normaler Speer. Aber schlechter als der Blitzspeer. War ja schon ein bisschen cool aussieht. CC. Okay. Nur in gewichtstechnischen Fragen ist er besser. Gefertigt aus dem Knochen anderer Dämonen. Die Waffe des schmächtigen, niederen Fledermaus-Dämon, die Waffe der Chaos-Dämon von Anor Londo, unterscheiden sich von denen anderer Chaos-Dämonen und sie tragen die Kraft des Blitzes in sich. Stimmt, er hat halt Blitzangriff. Dennoch ist meine Hillebarde besser. So. Sehr gut. Wir wissen, wo wir auf jeden Fall nächste Aufnahmesession weitermachen. Ich hoffe, ihr hattet mal wieder euren Spaß. Ich frag mich, wann wir dann zu dem angeteaserten Bossfight kommen. Ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Star Hero.